So, hallo. Heute teste ich diese Watson CO6511. Eine wunderschöne Anlage. Hat wirklich sehr, sehr schönen Klang. Ist mit Originallautsprecher. Hier ist es. Also, perfektes System, klein, kompakt, aber dafür auch sehr leistungsfähig. Dann haben wir hier AUX-In und das hier ist der Antenne, das ist üblich bei solchen Anlagen. Das ist dann mit Bedienungsanleitung, allerdings Fernbedienung wegen den ausgelaufenen Batterie ist nicht ganz funktionsfähig. Ich habe mal probiert, das geht nicht. Vielleicht muss man innerlich ein bisschen sauber machen. Ich kenne mich damit nicht so gut aus. Deswegen, also das geht nicht, das muss ich dazu sagen. Und der CD-Schacht, der geht nicht hoch, da muss man ein bisschen mit Hand mitheben. Dann geht es schon, läuft aber CD ohne Probleme. Also da ist, ich glaube, irgendein Riemen, was weiß ich was, muss ausgetauscht werden oder sowas, keine Ahnung. Also ich schalte das Gerät erstmal an. Also hier habe ich noch einmal SD. Das habe ich im Moment nicht in der Hand, aber es funktioniert. Dann habe ich hier eine USB, werden wir gleich sehen, der funktioniert auch. Dann haben wir hier eine iPhone-Eingang, glaube ich. Ne? iPod oder iPhone, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, da wird der Handy reingesteckt. Dann spielt das auch ab. Der hat wirklich sehr, sehr schönen Klang mit sehr guten Basswiedergabe und angenehmes Stereoklang. So, jetzt schalte ich das Gerät an. Ich werde ganz kurz testen. CD, wie gesagt, der öffnet sich nur, wenn man ein bisschen mithilft. So, man. Wie man sieht. So, dann geht es runter. Da ist eine CD dran. So, jetzt spiele ich mal ab. Also wirklich sehr, sehr schön Klang. Dann haben wir hier Equalizer. Zweite Lied. Also beide Lautsprecher funktionieren einwandfrei. Lied 3. So, jetzt gehe ich auf USB, ganz kurz natürlich. Der ladet jetzt. Thank you.
sehr, sehr schöner Klang mit gutem Bass, sauber. Das funktioniert auch, wie ihr gesehen habt. Dann den SD kann ich nicht testen und das kann ich nicht testen, aber die funktionieren einwandfrei. Also da gibt es kein Problem. So, jetzt gehe ich mal auf Radio. SD habe ich leider nicht. iPod habe ich leider auch nicht. Auspuff, da kann man aus den Handy reinstecken oder was anderes. MP3 Player, externes, alles möglich. Dann haben okay. Das funktioniert soweit. Dann habe ich hier einen kleinen Radio für Garten. Der Erste. Und Pilger war vorerst der Letzte. Dean Cernan, Kommandant von Apollo 17, verließ den Mond am 14. Dezember 1972. Er hat auch Speicherplätze. Er hat auch Speicherplätze. Und im Moment befinde ich mich im Keller. Die Felix Bierholz künftig unter seinem Namen verkaufen will. Der kleine schwarze Pudel gehört also seiner Kundenberaterin Alina Trapp und ist die offizielle Testerin für alle neuen Speicherplätze. Also wenn Sie das jetzt frisst, dann hat wenn er Uhr, wir alle drumherum stehen, würde ich schon sagen, dass sie das sehr Alarm. Gerne mag. Manchmal braucht die dann erst ihre Zeit, um ein bisschen zu gucken. Und dann kann man hier alles speichern. Aber das sieht schon ganz gut aus, würde ich sagen. Also, thematisch bekommt kleiner, feiner Radio. Das ist schon läuft auch mit Batterien. Auf Insektenbasis. Hier mit zwei Batterien. Ungefähr 20-50% aus von der Zusammensetzung. Okay. Und die anderen Zutaten. Also der funktioniert auch, wie gesagt, es ist ziemlich leicht, klein. Kartoffel, modern. Apfel, Leinsamen. Für Garten. Haben wir eins sehr bunte, ausgewogene für Hobbyräume ist es optimal. Okay. So. Anfang 20 war er damals. Schalte ich ab. Wie gesagt, diese Video werde ich gleich hochladen und die Geräte werden weiterverkauft. Vielen Dank fürs Zuschauen.